Howdy Partner, Alex hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play auf meinem Kanal und zwar Final Fantasy 8. Jawohl, hab ich mich darauf gefreut? Ja. Habt ihr euch darauf gefreut? Soweit ich weiß schon. Und oh, ich kann es kaum erwarten, einfach loszulegen, denn Final Fantasy 7 ist ja nun nach über 2 Jahren endlich auf meinem Kanal fertig geworden und ich habe es damals schon gesagt, wenn, dann habe ich auch vor, sämtliche Final Fantasy Teile durchzuknallen. Und mit Final Fantasy 8 habe ich so einiges vor, denn das Spiel habe ich bereits in meinen persönlichen Spielerlebnissen früher einmal ziemlich ordentlich zerstört. Das heißt, es ist ziemlich optimal gespielt. Natürlich geht es immer noch einen Ticken optimaler, aber hier sind schon ein paar Taktiken am Werk, die auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil sind, die das Spiel, welches an sich nicht super schwer ist, noch ein wenig leichter machen. Aber ich denke, ich habe an dieser Stelle schon genug gequatscht. Von daher legen wir einfach mal los. Final Fantasy 8. Vergesst alles, was ihr in 7 gelernt habt. Das hier ist ein völlig anderes Spiel. Let's go! Final Fantasy 8. Boah, dieses Intro, ne? Das riecht mich jedes Mal. Hab echt Gänsehaut. Herrlich. Legendär. Und zur Info, für die, die es noch nicht wissen, es ist mein allererstes Final Fantasy damals gewesen. Von daher verbinde ich hier extra viel damit. Ich denke mal, das ist verständlich. Und was man auch direkt sagen kann, die Grafik ist enorm verbessert worden im Vergleich zu Final Fantasy 7. Und gerade und vor allem diese brandneuen CGI-Sequenzen sind auch nochmal tausendmal krasser als noch im 7. Teil. Man merkt halt, hier haben sie sich jetzt schon voll auf die PlayStation 1 eingearbeitet
und merken, ja, wir holen jetzt alles Mögliche aus der Konsole raus. Und das haben sie auch. Wirklich, wirklich ein schickes Spiel. So, ich werde das wie im letzten Teil machen. Ich werde die ganzen Dialoge vertonen. Ach, und das wird ganz witzig. Dr. Kadowaki, eine Ärztin. Klar. Oder meine Stirn. Bist du okay? Sind wir mal keine Pussy, ne? Ja. Treibt nicht ständig Unsinn. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Mein Name? Wie heißt denn dieser narbige Kerl mit der sehr ruhigen Miene? Das ist Squall. Und ich werde es genau wie im letzten Teil machen. Ich persönlich bin so sehr dermaßen an diese Namen von den Charakteren gewöhnt. Klar könnte ich jetzt personalisierter für meinen Kanal machen und denen irgendwelche Namen geben. Mittlerweile hätte ich ja sogar Twitch-Fans, nach denen ich die benennen könnte teilweise. Aber ich finde, nope. Das sind die originalen Namen und die behalten wir auch. Von daher, Squall. Der Name ist sowieso awesome. Wann hört man den schon? Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Sagen Sie das, Cypher. Und das spielt übrigens genau auf die Zwischensequenz an, die wir gerade eben gesehen haben, nämlich den Kampf zwischen Squall und Cypher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen, dein Ausbilder ist... Quistus Treep. Ich werde dir Bescheid sagen. Quistus, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja, ja. Die Verletzung ist nicht schlimm. Die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. Squall, endlich sehen wir uns wieder. Huh? Wer war das? Naja, auf die Antwort müsst ihr noch eine ganze Weile warten. Und ja, wie ihr schon merkt, diese Zwischensequenzen kommen öfter mal vor. Und sie sehen jedes Mal klasse aus. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Das ist also unsere Ausbilderin, Quistus Treep. Und da kommen wir jetzt endlich mal in den Genuss selber zu steuern. Ups, das habe ich aus Versehen weggedrückt. Das war keine Absicht. Entschuldigt, Leute. Nicht wirklich. Sie weiß anscheinend sehr genau, wie wir reden. Was ist so komisch? Komisch? Nein, nein, nein. Ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Lieblingsschüler? Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an? Na gut. Sagt, was ihr wollt, aber ist das nicht... Oh, ist das nicht stylisch gemacht? Willkommen in Ballamp Garden. Ja, seltsamer Name, aber Final Fantasy halt, ne? Und die Musik ist auch wie immer jedes Mal genial. Einige meiner absoluten Lieblings-Videospiel-Soundtrack-Tracks aller Zeiten sind hier drauf, von daher, guten Morgen. Zunächst zum heutigen Plan. Und ihr merkt schon, die Schüler hier sind ziemlich jung, genauso wie die Ausbilder. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt.
Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle, die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Ach ja, Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Wir sehen uns dann später. Das war ja mal eine sehr aufregende Unterrichtsstunde. Und Squall, komm bitte her. Ich muss dich etwas fragen. Ja, wir sind also Squall Leonhardt. Und wir sind ein Schüler im Ballamp Garden und lernen ein Seed zu werben. Was das alles so im Einzelnen ist, das werden wir Stück für Stück noch erfahren. So, jetzt muss ich erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen, alles schon ein bisschen her. Das können wir uns ja erstmal alles ein bisschen in Ruhe angucken und ich werde die einzelnen Spielelemente, die sehr, oder auf den ersten Anschein zumindest, sehr komplex sind, im Einzelnen erklären. Und auch meinen Spielplan dabei. So, erstmal, Controller-Einstellung ist klar. Wenn ich im Kampf zum Beispiel immer eine gewisse Attacke öfter benutzen will, dann... Ach nee, Quatsch. Da kann ich dann das hier selber setzen, die ganzen Tasten, meine ich. Wir lassen es natürlich erstmal beim Normalen. Cursor, das meinte ich, was ich gerade erklären wollte, Standard und Merken. Wenn ich eine Aktion im Kampf einsetze und die bei der nächsten Runde immer wieder einsetzen will und ich jedes Mal meinen Cursor immer erst dorthin bewegen will, kann ich es auf Merken machen. Das mache ich auch erstmal, weil das wird sehr oft der Fall sein in näherer Zukunft. Eigentlich fast immer. ATB, das ist der Active Time Battle. Das ist ja das System, womit Final Fantasy nun schon seit geraumer Zeit arbeitet. Und da füllt sich halt der Balken, je nachdem wie viel Geschwindigkeit der Charakter hat. Das gilt auch für die Feinde. Und wenn ich auf Warten gehe, heißt das, wenn ich zum Beispiel ein Item in meinem Listen suche, hält dieser ATB-Balken an, sowohl für mich als auch für meine Gegner. Und ich kann in Ruhe raussuchen, bevor ich mich entscheide. Das verschafft einem auf jeden Fall eine Atempause und ist für mich als jemand, der auch nebenbei kommentieren will, genau richtig. Analyse ist ein Skill, ein Zauber, den man benutzen kann, um den Gegner zu scannen. Und dann sieht man zum Beispiel deren HP-Anzahl, deren Schwächen und so weiter. Und darum geht's, soll dieser Zoom immer sein, wenn ich den Gegner scanne? Da ist so eine längere Sequenz sozusagen. Erstmal definitiv am Anfang. Einmal reicht dieser Zoom, weil der dauert halt ein bisschen. Und wenn ich den Gegner öfter scannen will, ist es nervig, wenn es jedes Mal so lange dauert. Häufigkeit der Kamerabewegung im Kampf, weil die Kamera schwenkt zwischendurch immer wieder mal auf einer anderen Stelle oder sowas in der Art. Dann das Kampftempo an sich. Das werde ich erstmal so auf... Ach, ich lasse es erstmal so. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich früher für Einstellungen da hatte. Dann der Kampftext, wie schnell kommt der? Und der Feldtext. Der Feldtext auf jeden Fall schnell, den wollen wir nämlich schnell haben, ne? Kommen wir schneller voran. Empfindlichkeit der Analogsteuerung, denn endlich können wir in diesem Spiel, im Gegensatz zu Final Fantasy VII, auch unseren Analogstick zum Fortbewegen benutzen. Und das ist mir auch deutlich lieber. Im Kämpfen benutze ich dann aber doch jedoch eher das Digital-Pad. Und Vibration, natürlich. Genau. Muss halt noch die Tasten klarkommen, das ist halt ein Unterschied gegenüber Final Fantasy VII, aber ist total in Ordnung. Item. Wir haben natürlich Potions, es ist ein Final Fantasy Spiel, von daher gibt es natürlich Potions. Phönixfedern zum Wiederbeleben. Megapille ist ein Allheilmittel sozusagen und ein Zelt, das kennen wir ja auch schon. Und man kriegt davon relativ viel direkt schon zu Beginn geschenkt, was mal sehr, sehr ordentlich ist, wenn ihr mich fragt. Was Zauber, Status und so weiter angeht, okay, Status kann ich euch natürlich schon mal zeigen. Dort sieht man halt die Werte seines Charakters. Es gibt Stärke, das ist physische Stärke und Kampfangriffe. Dann Körper, das sagt an, wie viel Schaden ich nehme, wenn jemand physisch auf mich einschlägt. Magie ist halt magische Angriffe. Geist ist dann die Abwehr gegen magische Angriffe. GES ist Geschwindigkeit, das beeinflusst, wie schnell sich mein ATB-Balken füllt. Glück beeinflusst eine Menge verschiedener Dinge. Sowohl Limit Breaks, die es hier auch wieder gibt, genau wie in Teil 7. Dann Reflex war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, wie gut ich ausweichen kann gegnerischen Angriffen. Auch ziemlich praktisch. Und die Treffer, ja, Trefferprozent. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Gegner treffe? Bei manchen Gegnern ist das ziemlich wichtig. Und bei ihm hier geht es auch darum, denn bei ihm kann man was einstellen. Übrigens seht ihr jetzt hier, ja, es gibt die ganzen verschiedenen Prozentzahlen dagegen, wie ich gegen die einzelnen Elemente, Feuer, Eis, Gift, Wind,
Holy und so weiter, wie sehr ich gegen die geschützt bin und wie viel Prozent ich davon absorbiere oder beziehungsweise erstmal abwehre und dann später, wenn es im Plusbereich geht, dann schon absorbiere. Und dasselbe gilt für Status Defense, also Statusverteidigung, das dafür steht, dass ich gegen gewisse abnormale Zustände die Gegner auf mich einrichten könnte, sowas wie blind und schweigen, das übliche halt, wie sehr ich gegen die geschützt bin. Wie man sich dagegen schützt und diese Zahlen in die Höhe treibt, werden wir schon bald kennenlernen. So, dann unsere GF. Das wird auch erst später noch kommen, aber auch bald. Und dann kann ich bei Score was sehr Spezielles einstellen. So. Gunblade of Automatic. Seine Waffe, die von Squall, die habt ihr ja bereits im Intro gesehen, ist eine Gunblade, eine Mischung aus einem Schwert und einer Knarre. Und es geht darum, dass wenn ich das auf einstelle, ist seine Trefferwahrscheinlichkeit übrigens nicht mehr auf 255%, sondern er kann auch mal daneben schlagen. Von daher, das wollen wir natürlich nicht. Dafür heißt es jedoch, bei jedem einzelnen physischen Angriff, den ich bei Squall benutze, und das wird oft der Fall sein, muss ich in dem Moment, wo sein Schwert den Feind berührt, R1 drücken. Und dann schießt seine Gunblade in dem Moment, wo ich den Gegner treffe und macht extra Schaden dadurch. Ja, also mein interaktives Element, selbst bei einem stinknormalen Angriff, finde ich übrigens immer noch eine ziemlich coole Idee bis heute. Multi-Slash-Balken, das zeige ich euch mal, sobald ich den ersten Limit Break mal benutze. Limit Breaks laufen hier in dem Teil auch ziemlich anders ab und man kickt sie auch komplett anders. Und Grobspalter, das sind die, hier werden später die ganzen Limit Breaks aufgelistet, die ich kriege. So, wenn ich nämlich einen Limit Break erfolgreich ausführe, möglichst erfolgreich, dann kommt am Ende so ein Finisher. Bis jetzt kann ich nur einen, und zwar Grobspalter. So, aber dazu mehr, wenn ich die einzelnen Finisher erstmal habe. Und Zauber, GF und Ability und so, darauf kann ich später noch eingehen. Karten, ein ganz, ganz geiles und wichtiges Element von Final Fantasy VIII ist das Triple Triad Card Spiel. Und da werde ich auch sehr, sehr viel Zeit investieren und ich werde auch viel davon erklären, aber dazu, wenn wir soweit sind, nicht wahr? Dann haben wir hier noch ein Tutorial, wo man eine Menge von den einzelnen Sachen sich nachlesen kann. Kampfsteuerung, Anleitung über Karten, über das Kartenspiel und so weiter. Wenn man das zum ersten Mal spielt, sollte man dieses Tutorial wirklich aufmerksam betrachten und durchspielen. Es lohnt sich. So. Und wir können jetzt hier an die ganzen PCs gehen und können uns informieren und so. Zum Beispiel so. Machen wir das einfach mal, oder? Und man sollte es tun. Ist eigentlich fies, dass einem nicht erklärt wird, an dieser Stelle direkt, dass man das machen kann, aber wir machen es lieber. Gerät einschalten. Ihr seht schon, sowas hier wäre natürlich in Final Fantasy VII unmöglich gewesen, sich vorzustellen. Aber hier geht's halt sowas. Nachschlagewerke. Tutorial. Sie wurden als Schüler Squall identifiziert. Squall besitzt bisher folgende GF. Bitte warten. Squall hat bisher die folgenden GF registriert. GF Quetzalcoatl, GF Shiva. Und damit erhalten wir unsere ersten beiden GFs, die ich übrigens auch nicht umbenennen werde, denn ich käme durcheinander, wenn ich die umbenenne. Und ich mag die Originalnamen einfach. Das ist Quetzalcoatl, ich nenne ihn mal den Donnergott. Und Shiva. Shiva ist eine alte Bekannte, sowohl aus den Final Fantasy VII als auch den Teilen davor und auch den bald künftigen Teilen. Die hier erörterten Punkte können Sie auch unter Tutorial nachlesen. Wählen Sie dazu Tutorial-Menü. Dort bekommen Sie die gleichen Infos, die Sie hier vorfinden. Cool. Ja, also jetzt kommen wir quasi wieder ins Tutorial-Menü, aber das brauchen wir nicht. Dafür habt ihr mich. Zumindest werde ich versuchen, über alles möglich Wichtige eingehend zu reden. Wissenswertes, The Basics. Nützliche Informationen zum Thema Zauber und GF finden Sie im Tutorial. Über Zauber, über die GF, Guardian Forces. Dafür steht nämlich diese Abkürzung. Autonomer Energiekörper. Durch die Kombination mit Zauber werden große Energiemengen freigesetzt. Als Nebenwirkung wird die retrograde Amnesie aufgeführt. Allerdings gibt es bisher auch dafür noch keine Beweise. Ja, es sind so gesehen Summons. Es sind Esper, Bestia. Je nachdem, wie sie im Final Fantasy genannt werden, dieses Mal heißen sie GF, Guardian Forces. Also Wächterkräfte sozusagen. Man kann sie beschwören und man koppelt sich mit ihnen. Das Kopplungssystem ist das Herzstück von Final Fantasy VIII, aber dann, Leute, dann. Über Zauber. Künstlicher Zauber. Allgemeiner Begriff für Zauber. Diese Technik der Energieübertragung wurde von dem Zauberexperten Professor Odüne entwickelt. Den lernen wir auch noch kennen, aber es dauert noch ein bisschen. Durch entsprechendes Training ist es möglich, Zaubertechniken zu erlernen. Der künstliche Zauber übertrifft jedoch im Normalfall nur selten die Wirkung einer konventionellen Waffe.
Nur selten? Ja, das werden wir noch sehen. Aber es stimmt schon, irgendwann sind normale Angriffe immer mächtiger. Über Hexen und die Magie. Hexen besitzen übernatürliche Kräfte, genannt die Magie. Hühne gilt als der Vorfahre aller Hexen. Wieder was gelernt. Aber das Stück für Stück, ne? Über den Garten. Das klingt doch interessant. Nutzung der Anlagen, Lebensführung, Einstellung und Abschluss, Garden, Seeds, dies sind also mal ein paar Story-Infos. Garden. Es gibt nämlich drei Gardens. Ballamp Garden. Ballamp Garden Direktor Sid Kramer. Ballamp Garden Geschäftsführer Master Nork. Oh, man kann das hier echt nachlesen? Mit Nork? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man liest den Namen später erst, wenn man ihm begegnet. Aber das dauert noch sehr lange. Der Ballamp Garden war der erste Garten auf der Welt. Er wurde von Sid Kramer gegründet. Trabia Garden. Der Garten in Trabia. Die Ballamp und Trabia Garden haben ein enges Verhältnis. Hier werden nur schriftliche Seed-Prüfungen abgehalten. Also ganz anders, keine praktischen wie bei uns. Und Galbaria Garden. Ein Garten in Galbaria. Er ist der größte von allen Garten. Direktor, zugleich Geschäftsführer, Dodonna, schickt Absolventen grundsätzlich zum Militär. Also der, ja, etwas offensivere Garten, sagen wir es mal so. Aber, naja, was sind Seeds? Ich frag's noch und da steht's. Die Söldnertruppe des Ballamp Gardens. Die arbeiten nach Aufträgen und sind Kampfspezialisten. Benutzen Zauber, die mit GF gekoppelt sind. Voraussetzung. Was muss man sein, um sowas hinzukriegen? Ab dem 15. Lebensjahr kann ein Gardenschüler an der Prüfung teilnehmen. Nach bestandener Prüfung wird er zum Seed. Der Sold richtet sich nach dem jeweiligen Seed-Level. Okay, ich glaube, es sind erstmal genug Infos hiervon. Ich wollte nur so ein bisschen, damit ein paar grobe Begriffe auf jeden Fall geklärt sind. Nachrichtenbrett. A message from Garden. Gar nichts? Doch. Mitteilung von der Mensa. Ja, es ist trotzdem ein bisschen wie eine normale Schule hier, ne? Oder eine Uni. Täglich wird um die Hotdogs gekämpft. Wir versuchen, so viele Hotdogs wie möglich zuzubereiten. Daher bitten wir, dass ihr euch alle deswegen nicht streitet. Bitte auch keine Zauber oder Waffen in der Mensa benutzen. Ja, also ihr merkt schon, ganz normale Uni. Bitte keine Waffen einsetzen, wenn ihr euch um die Hotdogs prügelt. Schwarzes Brett, Garden Square. Damit das Leben im Garden angenehmer wird, haben wir einen Kummerkasten aufgestellt. Bitte um konstruktive Meinung. Ich bin der erste Tree Fan Club Nummer 1. Siehste, selbst damals schon, das ist schon einige Jahre her, wusste man, es gibt immer jemand, der sagt, ich bin der Erste. Sehr konstruktiv, Dumpfbacke. Wie bitte? Sag zuerst, wer du bist, Tree Fan Club Nummer 2. Dasselbe geht auch für euch. Und wer bist du? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Streitet euch gefälligst woanders. Schuh. Schuh ist übrigens eine Ausbilderin. Ich habe keine Lust, dass danach der Ordnungsdienst zu mir kommt. Wie war das G.I.? Wer bist du? J.I.? Almasi. Siehst du? So wird das nichts. Wie wäre es, wenn wir Initialen gelten lassen? G.I. J. Ah. Wenn das so ist, wie schmeckt eigentlich das Hotdog? Ich habe bisher nie eins bekommen. Xel. Den lernen wir noch kennen. Es schmeckt genial. Du musst es unbedingt mal ausprobieren. Ah, du hast doch heute die Seed-Prüfung, oder? Viel Erfolg! XD, wir drücken dir die Daumen! Bücherdienst. Ja, ein ganz normales Forum halt. Das Schulfestkomitee. Die haben ihre eigene Superseite. Vielen Dank für den Besuch, aber leider wird die Seite nicht mehr aktualisiert. Das liegt daran, dass ich, der einzige Schulfestorganisator, vom Garten gehe. Ich wollte kein Seed werben. Einen Abschluss wollte ich ebenso wenig. Ich habe alles dran gesetzt, um ein tolles Schulfest zu organisieren. Trotzdem habe ich es nicht geschafft. Niemand wollte mir helfen. Naja, ich dachte, dass ich die ganze Sache auch irgendwie alleine schaffen kann. Nach so einer Erfahrung werde ich ein neues Leben beginnen. Ich hoffe, dass bald jemand die Organisation übernimmt. Ciao, Ballamp Garden. Schulfestkomitee Wembley Danner. Och, der Ärmste. Hat sein Bestes gegeben und im Endeffekt hat es keine Sau interessiert. Passiert im Leben nun mal. So, jetzt haben wir aber auch genug hier im Ballamp Garden Network Zeit verschmasselt, ne? Puh, ja, das reicht. Also, jetzt haben wir GF. Aber was das ist und was man damit macht, wird uns sogar alles noch erklärt, aber meine Erklärungen sind ein bisschen ausführlicher. Das kann gut, das kann schlecht sein. Hallo? Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Ja, ich wollte ja heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin.
Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Okay, hier wird's einem gesagt, netterweise. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Nein, wirklich. Und tschüss, Christus. Sayonara, Baby. So. Beneidenswert. Ich will auch mit ihr hin. Seid ihr Groupies? Ja, das ist der Treep-Fanclub übrigens. Wenn ihr etwas zustößt, werden wir Treep-Fanclub dich bestrafen. Okay. Alleine mit Frau Treep. Okay, neidisch, ich merke schon. Cooles Schnipsen übrigens. Das war sehr, sehr stylisch. In dem Raum können wir sonst nichts machen. Oh Gott, erkläre ich euch das dieses Mal schon? Das ist so viel auf einmal. Ich bin fast nur am Klären und gar nicht am Spielen. Was sind GF? Diese Viecher hier. Oh Gott, ja, warte mal. Ich bin direkt nach vorne gesprungen. Ihr seht schon, die Viecher haben auch HP-Zahlen. Und sie sammeln genauso XP wie die Charaktere, um aufzuleveln. Und haben einen Freundschaftsbalken zu einzelnen Charakteren. Je öfter man sie mit diesem Charakter einsetzt, umso mehr steigt die Freundschaft. Und das bedeutet nur eins. Je höher die Freundschaft zu dem einzelnen Charakter ist, desto schneller kann man diese GF beschwören. So. Weil das ist eine Aktion im Kampf, die ein Weilchen dauert, quasi eine Aufladungsbalken. So, und jetzt kann man hier bei den einzelnen Viechern festlegen, was die für Abilities lernen sollen. Ihr seht schon, das sind einige und einige können auch direkt zu anfangen. Zum Beispiel Item, GF, Zauber, Draw. Man fragt sich, what the fuck soll das sein? Das lernen wir Stück für Stück, keine Angst. Es ist nichts Kompliziertes. Ich denke, ich werde das beim nächsten Mal lieber in Ruhe erklären. Ich habe schon so viel heute erklärt. Von daher, du lernst als erstes. Ich habe hier meine Liste. Was lernst du denn mal als erstes? Lern erstmal anfeuern. Das ist erstmal das Praktischste. Und du anfeuern? Nee, eigentlich nicht so scharf drauf. Karte ist eigentlich das definitiv das Wichtigste. Werdet ihr alle schon noch erfahren, wenn wir soweit sind. Dann gehen wir mal raus. Ich muss sowieso mich erstmal zu einem Speicherpunkt vorarbeiten. Ja, und im Gegensatz zu Final Fantasy VII gibt es hier auch Geräusche. Verspätet! Whoops! Bist du okay? Au weh! Ach, geht schon. Sorry, ich hatte es eilig. Hey, gehörst du zu der Klasse dort? Sag mal, ist die erste Stunde schon vorbei? Mist. Der Garten hier ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Hey, sag. Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen? Na gut. Cool, gehen wir. Wir gehen am besten runter in die Eingangshalle und sehen uns den Wegweiser an. Okay, jetzt haben wir auch noch einen im Schlepptau. Na klasse. Und sie hat sich nicht mal ordentlich vorgestellt und verfolgt uns jetzt einfach. Weil mittlerweile sehen wir auch die ganze Truppe auf dem Bildschirm. Cool, oder? Wer bist du denn? Hey, warte mal, willst du sie haben? Diese Karten habe ich von meinem Bruder. Aber ich kann damit nichts anfangen. Hier, nimm. Wie man mit diesen Karten spielt? Keine Ahnung. Öffne doch das Menü und schau im Tutorial unter Karten nach. Dort bekommst du alles erklärt. Wenn du mit jemandem Karten spielen willst, drück einfach Quadrat. Soll wohl unser Spiel an so viel heißen wie Spiel mit mir. Ach ja, ihr selbst habt keinen blassen Schimmer vom Kartenspielen. 7 Karten erhalten. Und damit haben wir unsere ersten Karten. Aber wie gesagt, dazu bei Gelegenheit. Und wir haben ja auch schon von außen gesehen, dieser Garten ist riesig. Wirklich riesengroß. Dementsprechend ist der Wegweiser beim ersten Mal, wenn man durchspielt, gar nicht so dumm. Den habe ich damals öfter gebraucht. Und es ist auch schon ein Weilchen her, von daher kann es sein, dass ich ihn jetzt auch wieder brauchen werde, aber ich hoffe einfach mal nicht. Das da ist der Wegweiser. Jetzt erklärt er ja also erstmal alles. Das ist der Wegweiser im Erdgeschoss. Der Ball am Garten ist groß, schau lieber auf die Tafel und gib hier dein Ziel ein. Frage. Wie benutzt man die? Mit der Richtungstaste und X das Ziel bestimmen. Als nächstes erkläre ich dir die einzelnen Baukomplexe. Ach ja, genau, wartet. Ach, was laber ich für ein Kram. Man kann sich mit Hilfe des Wegweisers auch einfach dorthin teleportieren, genau. Von daher ist er sehr nützlich. Okay.
Im Norden sind die Quartiere. Fast alle Schüler wohnen in diesen Quartieren. Nur die wenigsten pendeln von außerhalb. Ja, ich habe auch ein Quartier gemietet. Hier kannst du dich umziehen und ausruhen. Im Westen des Nordflügels ist die Mensa. Das Hotdog ist sehr beliebt. Wenn du eins willst, musst du anstehen. Hab verstanden. Im Osten des Nordflügels ist der Parkplatz. Wenn eine Mission ansteht, fahren wir meistens von hier aus mit einem Gartenauto. Im Süden steht nur das Haupttor. Richtig, Crystal Street, meine Ausbildung, wartet ja am Haupttor. Hm? Was ist los? Nichts. Das ist der A-Flügel. Hier ist gleich der Schulhof. Da wird gerade etwas vorbereitet. Ja, ich weiß. Das Schulfest, ich mache im Komitee mit. Natürlich. Wenn du magst, können wir es gemeinsam machen. Weiter im Text. Im Westen ist das Lazarett bzw. die Krankenstation. Normal gehst du dahin, wenn du verletzt bist, aber es gibt Leute, die dort einfach nur rumhängen. Wie heißt denn der Arzt? Frau Dr. Kadowaki. Im Osten schließlich ist die Übungshalle. Die einzige Einrichtung, die du auch nachts benutzen kannst. Es heißt zwar Übungen, die Monster dort drin sind jedoch echt. Wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar ums Leben kommen. Boah, ich werde Acht geben. Südlich des B-Flügels ist die Bücherei. Hier kannst du dir Bücher ausleihen, aber meistens ist es einfacher, im Schulrechner nachzuschauen. Du weißt, dass im zweiten Stock die Klassenzimmer sind? Ja, weiß ich. Im dritten Stock ist das Direktorat. Du brauchst aber eine Genehmigung. Frage, wie heißt der Direktor? Direktor Sid. Ja, es gibt auch in diesem Spiel einen Sid. Diesmal leider nicht ein spielbarer Charakter in der Party. Alles klar, das wäre alles. Hab verstanden. Ach ja, diese Dame ist halt etwas quirlig. Hey, hör mal, du nimmst doch heute an der Seed-Prüfung teil? Ja. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Die Theorie habe ich in meinem Eisengarten gemacht. Ich nehme heute auch an der Seed-Prüfung teil. Ich wünsche uns beiden Glück. Und danke. Gern geschehen, Mädel, gern geschehen. Und mit den ganzen herumlatschenden Leuten können wir auch immer reden. Und Karten spielen und hast du nicht gesehen. Doch, das muss bis zum nächsten Mal warten. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde. Und so lang wird auch jede Folge sein. Und das hier sind Speicherpunkte. Habt ihr wieder was erklärt bekommen. So, dann würde ich mal sagen, das reicht für heute. Und ich würde sagen, mein Name ist Alex. Ich kam, ich sah, ich spielte.